ist ja nicht schwarz oder weiß. Überhaupt keine europäische Industrie mehr und nur noch Asiaten oder nur noch europäische Industrie und überhaupt keine Asiaten mehr. Das ist ja kompletter Unfug und naiv. Gerade weil jetzt eben die USA gesagt haben, wir wollen hier keine chinesischen Module mehr, waren natürlich jetzt viele chinesische Module, die ursprünglich mal für den amerikanischen Markt gedacht waren und so gesehen eingelagert. Und die werden jetzt auf den europäischen Markt gedumpt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zu der Frage, braucht Deutschland eine eigene Solarindustrie? Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Die Solarindustrie boomt. 2023 war ein neues Rekordjahr. 14 Gigawatt an neuer Leistungen sind insgesamt ans Netz gegangen. Vieles davon auf den Hausdächern hier in Deutschland. Trotzdem stecken die Hersteller von Solarmodulen in der Krise. Der Solarzellenproduzent Meyer Burger macht seine Produktion in Ostdeutschland zu und investiert lieber in die USA. Andere gehen insolvent oder stehen kurz davor. Europas Solarindustrie steht vor dem Aus. Die Unternehmen fordern Hilfe von der Politik, aber bis jetzt hat sich nichts getan. Auch weil die Diskussion darüber geht, wer soll es bezahlen und vor allem, wie viel soll es kosten. Aber braucht Europa überhaupt eine eigene Solarindustrie? Und warum stecken die Hersteller überhaupt in der Krise? Genau darüber möchte ich heute mit zwei Gästen sprechen. Und zuerst begrüße ich dafür Detlef Neuhaus, den Chef des Solarmodulherstellers SolarWatt aus Dresden. Hallo, Herr Neuhaus. Hallo, Frau Witsch. Herr Neuhaus, die Nachfrage nach Solaranlagen boomt, aber die Industrie ist in der Krise. Wie passt das zusammen? Das ist relativ einfach erklärt. Also ja, der Markt boomt. 14 Gigawatt letztes Jahr, dieses Jahr müssen wir mal schauen, aber das ist auch schon rekordhoch. Aber da muss man differenzieren. Er boomt vor allen Dingen in den Großflächenanlagen, also auch im Residential-Bereich und in den kleineren haben wir noch eine sehr respektable Marktgröße. Aber er boomt vor allen Dingen mit sehr preisaggressiven asiatischen Modulen. Und die deutsche und europäische produzierende Industrie kommt da ziemlich stark unter Druck. Sie sind ja jetzt schon länger bei SolarWatt, 14 Jahre, wenn ich es richtig gesehen habe. Und SolarWatt ist eines der ältesten Unternehmen in der Solarbranche, die wir hier in Deutschland überhaupt noch haben. Wie betrifft das Unternehmen die aktuelle Situation? Ja, also ich versuche das kurz zu machen. Also die Situation ist ja in der Tat so, dass wir auf der einen Seite Asiaten haben, vorneweg die Chinesen, die nach meiner Meinung und nach meinen Erkenntnissen, und da bin ich glaube ich nicht ganz alleine, sehr deutlich unter Herstellkosten verkaufen, aufgrund der dramatischen Überkapazitäten. Selbst der Nummer 2 weltweit, Longi, hat jetzt announced, dass die chinesische Regierung doch mal was gegen den Dumpingpreisen in China unternehmen sollte. Also das ist das eine, wir sind damit konfrontiert. Auf der anderen Seite haben wir den IRA, Inflation Reduction Act, und die mehr oder weniger dichten Grenzen für asiatische Module nach Amerika. Wir liegen dazwischen, ohne Support, also viel Gerede, viele starke Statements, viel Entrüstung über diese Situation, aber keine Fakten. Wir sind da alleine gelassen, deswegen kommen wir da massiv unter Druck. Wir haben aber schon sehr früh uns ein bisschen anders aufgestellt. Also wir sind spezialisiert auf Residential-Markt, also das Häuslebauermarkt, Häuslebesitzermarkt und Small Commercial, also den kleinen Gewerbebetrieb, die sich ja dadurch auszeichnen, dass der Mensch oder die Menschen dann das Haus oder den Gewerbebetrieb besitzen. Und die sind halt viel stärker fokussiert auf Qualität, auf Langlebigkeit, auf Service, auf One-Stop-Shop, alles aus einer Hand, auf Systeme, die miteinander reden können, intelligentes Energiemanagement. Da haben wir sehr früh schon investiert. Wir machen seit 9 Jahren Energiemanagement. Da hat in dieser Branche noch keiner dran gedacht. Wir haben vor 7 Jahren unsere komplette Produktion auf Glas-Glas-Module, die spezialisiert eben sind für diese Ansprüche der Häuslebauer, gebaut. Wir waren die Ersten, die mit einem Wärmepumpehersteller, in diesem Fall Stiebel Eltron, eine Entwicklungskooperation hatten. Um es kurz zu machen, das hat dazu geführt, dass unser Geschäft und unser Geschäftsmodell heute im Grunde schon relativ unabhängig ist von einer eigenen Modulproduktion. Wir würden das gerne tun, da hängt unser Herz dran. Wir kämpfen auch dafür, wir würden sie auch gerne ausweiten. Das eigentliche Geschäftsmodell und der Kern der Marke SolarWatt ist aber nicht mehr abhängig von der Modulproduktion. Das ist heute wirklich ein echter Value für uns, weil wir können unter diesen Umständen eben halt
dann ein bisschen mehr nach links abbiegen als nach rechts oder umgekehrt. Die Wahlmöglichkeit haben nicht viele. Die F&E-Kompetenz, die 30 Jahre Produktionskompetenz, die erhalten wir uns in jedem Falle. Weil egal, wenn es denn dann so kommen sollte, wo wir Produkte produzieren oder wie viele Teile von den Produkten wir nicht mehr in Deutschland produzieren, gibt ja nicht nur Schwarz-Weiß, dann ist auf jeden Fall sichergestellt, dass was Qualität ist, technische Spezifikationen, Einhalten von Umweltstandards, von Sozialstandards, dass da eben Solarwatt drin ist. Das wäre ein bisschen das Modell Designed in California und Produced Somewhere. Das wollen wir nicht, aber das können wir fahren und wir wissen, dass man damit auch sehr erfolgreich sein kann. Das heißt, die Situation ist aktuell folgende, dass die chinesischen Marktführer, die ja den weltweiten Solarmarkt auch unangefochten anführen, gerade mit sehr, sehr günstigen Modulen auf den Markt drängen und deswegen können deutsche und europäische Hersteller ihre Module gerade nicht mehr verkaufen oder sinkt die Nachfrage? Also wie ist die Situation in der Praxis? Naja, sie haben im Jahr 23, das kann man natürlich nicht auf den Tag genau sagen, aber gefühlt Beginn zweite Quartal, also nicht nur gefühlt, das kann man auch mit Fakten belegen, zweite Quartal haben sie einen Preisrutsch gehabt, innerhalb von 3 Monaten in Größenordnungen für die Module 50%. Und da braucht man ja jetzt nämlich lange nachdenken, ja, also wenn die Menschen, die das jetzt vielleicht hören und daran interessiert sind, einen Bäckerbetrieb haben und die Brötchen und das Brot kostet dann innerhalb von 3 Monaten 50% weniger, weil es jetzt aus China kommt. Aber alles andere bleibt gleich und sie müssen aber 7% Inflationsausgleich und weiß der Kuh, was alles auf ihre Lohnkosten machen. Dass sie das nicht lange durchhalten, das ist ja klar. Das heißt, sie können heute ohne dass Regularien, mit anderen Worten, irgendwelche schützenden Maßnahmen in einem vernünftigen, intelligenten Ausmaß und Design können sie heute nicht mehr gegen dieses Preisdumping, und jetzt sage ich es mal, ich versuche immer das Wort zu vermeiden, aber jetzt, nachdem selbst die Asiaten sich in Asien über Preisdumping, über ihre eigenen Produkte beschweren, darf man es, glaube ich, mal in den Mund nehmen. Und da haben sie halt keine Chance, also hilft ihnen Qualität nicht, Service nicht und so weiter. Irgendwann kippt das mal um. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen. Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Maizière, Evelyn Freitag und Professor Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de. Jetzt ist ja von der deutschen Solarindustrie ohnehin gar nicht mehr so viel da. Trotzdem muss man ja eigentlich sagen, gilt Deutschland als das Geburtsland der Solarenergie. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also die chinesischen Wettbewerber waren ja schon immer günstiger. Jetzt hat sich die Situation zugespitzt. War das der Grund, dass die letzten Jahre sich immer weiter abgebaut hat? Also man kann diese Frage, also den Einsatz nicht beantworten. Aber ich meine, wir waren ja Innovations- und Produktionsweltmarktführer. Das ist gerade mal 12 Jahre her und das natürlich in einem kleineren Marktumfeld, aber wir waren's. Normalerweise würde man eigentlich sagen, als Volkswirt, da greifst du mit beiden Händen zu und siehst zu, dass du diesen Trend verstärkst. Wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben katastrophale Gesetze und Feed-in-Tariffs rückgängig, also Einspeisevergütung rückgängig gemacht. Die Förderungen für erneuerbare Anlagen wurden gekürzt. Ohne Sinn und Verstand, mit anderen Motivationen. Ich sage wirklich auch mal ganz bösartig, da hat es auch politische Bereiche gegeben, die das einfach nicht wollten, ja, weil eben das große Geld und die Lobbyisten halt woanders waren. Jetzt ist es ja so, dass während die deutsche Solarindustrie zusammengebrochen ist in den letzten 12 Jahren, sind die chinesischen Anbieter groß geworden, haben den Weltmarkt übernommen und haben aber am Ende natürlich auch dazu geführt, das muss man dazu sagen, dass die Preise jetzt überhaupt so günstig sind für Verbraucher, bevor sie jetzt in der Dramatik natürlich nach unten gerauscht sind nochmal. Ging es ja eher darum, dass man auch die Solarmodule vergünstigen konnte, erst durch die Massenware aus China, oder? Nee, absolut. Das macht es interessant, aber leider nicht einfach, dass die Dinge nie schwarz-weiß sind. Also, dass natürlich eine Dauerförderung einer Industrie, die nicht wettbewerbsfähig ist, keine clevere Idee ist. Das ist ja völlig klar.
und dass dieses Produkt erneuerbare Photovoltaik in der Preisreduktion in den Preisen, Herstellkosten runtergehen muss, ist auch völlig klar. Und dass da der Wettbewerb mit den Asiaten, die das hochgezogen haben, sehr preisaggressiv unterwegs waren, ihnen gänsefüßchen geholfen hat, ist auch klar. Das sehe ich, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Diese Branche, diese Industrie, die hat eine Herstellkosteneffizienz, also Herstellkostenreduzierung, Effizienzsteigerung hingelegt, wo ich keine Analogie finde in 35 Jahren Managements. Wo ich hier angefangen habe, da hat das Watt-Peak, das ist ja so unsere Größe, ne, da hat das Watt-Peak 1,60 Euro gekostet. 1,60 Euro. Sie kriegen das Watt-Peak heute von einem Qualitätshersteller, ja, heute für 20 Cent. Ja, und das innerhalb von 10 Jahren. Diese Branche hat wie kaum eine andere gezeigt, dass sie maximal wettbewerbsfähig ist. Es gibt weltweit keine einzige, und ich meine noch niemals mit gedumpten chinesischen Modulen, sondern vor diesem extremen Dumpingverfall, davor schon, war PV die mit Abstand günstigste Art und Weise, wie sie Energie erzeugen konnten. Klar, wenn sie mit Gewalt dann irgendwelche Umlagen da drauf machen und hier noch und da noch und dort noch, klar, dann kippt's irgendwann mal um. Aber die reine Erzeugung, was kostet mich das, wenn ich das wirklich tue? Also das ist alles richtig, das ist alles gut, das ist alles super. Wissen Sie, was noch nicht super ist? Dass wir als deutsche Volkswirtschaft, als europäischer Binnenmarkt, das so fahrlässig und so, jetzt sage ich es auch mal ernsthaft, ich bin kein Politikbasher, aber so dilettantisch den Bach untergehen lassen. Es gibt ein paar Unternehmen, da gehören wir zu, die mit einer vielleicht nicht ganz uncleveren Strategie nach vorne gerichtet. Alles das, wo der ein oder andere Newcomer, der ein oder andere Start-up so tut, als ob er es in den letzten 2 Jahren erfunden hat. Das machen wir seit 10 Jahren. Ja, wir verpacken es vielleicht nur nicht so wunderbar und inszenieren uns vielleicht nicht so hip. Sollten wir vielleicht mal tun, keine Ahnung, aber da bin ich der Falsche. Da muss da jemand dran, der 20 Jahre jünger ist. Aber inhaltlich machen wir das seit 10 Jahren. Und dass wir das den Bach untergehen lassen, sehenden Auges mit Produktion. Wie gesagt, wir als Solarwatt werden unseren Weg machen. Und wir werden, wie das so in der Fachsprache heißt, Sektorenkopplung systemisch das Einfamilienhaus zu 80% Eigenversorgung verbringen in einem wirtschaftlichen Case. Den Weg werden wir gehen. Wir werden Spitzeninstallationsleistungen bieten, Spitzenprodukte bieten. Aber wir würden es eben gerne mit Industrie tun. Und ja. Jetzt muss man natürlich sagen, dass die meisten Solaranlagen, also nicht nur die meisten Solaranlagen, sondern auch ja viele Komponenten auch für ihre Anlagen kommen ja auch heute schon aus China. Würde das jetzt mal streng genommen so einen massiven Unterschied machen? Nein, das sage ich ja. Also das ist ja auch genau der Punkt. Ich weiß, dass man die Gefahr läuft, dass man so irgendwie die bösen Chinesen und die gute deutsche Industrie und die kriegt's aber nicht hin, die Scale-Effekte, das ist alles Unfug. Ich denke da nicht schwarz-weiß. Wir brauchen ja die Asiaten. Wir kriegen ja den Zubau in dieser Größenordnung und Geschwindigkeit ohne die Kapazitäten, die Asiaten aufgebaut haben und wir nicht haben, weil wir sie sehenden Auges in den Boden gerammt haben. Die werden wir ja brauchen, aber es ist ja nicht schwarz oder weiß. Überhaupt keine europäische Industrie mehr und nur noch Asiaten oder nur noch europäische Industrie und überhaupt keine Asiaten mehr. Das ist ja kompletter Unfug und naiv. Sondern wofür ich plädiere, ist, dass wir eine faire Handelsbeziehung mit Asiaten haben, wo wir Produkte, die wir auch brauchen, und das sind auch gute Produkte, das ist nicht so, dass es alles qualitativ Mist ist, dass wir aber darauf gucken, hey, sind die Standards vernünftig eingehalten, Umweltstandards und Menschenrechtsstandards, Qualitätsstandards, und dass wir dann nicht mit dem Schlimmsten, der sich daran nicht hält, zusammenarbeiten, sondern mit denen, die sich bemühen, daran zu halten, vernünftige Handelsbeziehungen, die sich, ich sag mal, in einem akzeptablen Maß an die Regel halten und nicht vollständig dumpen und sonst irgendetwas. Das ist doch völlig fein. Und auf der anderen Seite müssen wir versuchen, eine Industrie uns zu erhalten und eine Forschung und Entwicklung zu erhalten, die uns befähigt, innovativ zu sein und dann vielleicht auch technologisch mal wieder aus der Rückenlage rauszukommen und in Front zu gehen, die uns befähigt, wenn wir das wollen und brauchen, diesen Nukleus aus, was weiß ich, 20, 30, 40 Gigawatt aufzupumpen, um vielleicht dann auch ein bisschen unabhängiger zu werden. Davon rede ich. Ich rede nicht von einem gut-böse Handelskrieg, entweder die oder wir. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede von einer vernünftigen Ausbalancierung der Wettbewerbsbedingungen, der Standards,
Und der Industriefähigkeit. Aber es gibt Kritiker, die zum Beispiel sagen, anstatt jetzt Millionen an Steuergeldern in den Erhalt dieser ohnehin schon kaum noch existenten Solarindustrie zu pumpen, kann man doch auch darauf gehen, zu sagen, wir fördern eben, wie Sie gesagt haben, Forschung und Entwicklung. Und das bleibt dann hier an dem Standort. Ist das so verkehrt? Wenn die dann hier bleibt, aber für wen sollte denn Forschung entwickeln? Sie meinen, das kann nur mit der Produktion funktionieren? Also, nach der Erfahrung, die man aus anderen Industrien hat, wir haben hier noch eine starke Forschung und Entwicklung mit ISE, Fraunhofer und so weiter und auch sehr fähige Menschen, die man ja in der Branche dann kennt, denen ich zutrauen würde, auch in relativ kurzer Zeit richtige Innovationssprünge zu machen. Aber wenn ich so in andere Bereiche gehe, immer wenn die Industrie weggegangen ist, dann ist auch irgendwann die Forschung weggegangen. Weil für wen sollen die noch forschen und entwickeln? Ja, und ich sehe zumindest das Risiko. Das Risiko sehe ich zumindest. Und wenn das so in diesem theoretischen Ansatz wäre, dann würde das ja nur Sinn machen, wenn es keine ideologische Beschäftigungstherapie ist, dann wird es ja nur dann Sinn machen, wenn die ihre Forschungsergebnisse irgendwohin verkaufen, oder? Und wenn aber die Industrie, die ja Geschwindigkeit dann auch reinbringt, weil sie auch Gelder mit reinbringt, weil mit der Industrie ja zusammengearbeitet wird. Also ich darf Ihnen sagen, dass die Asiaten, die Chinesen eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben, und zwar in Größenordnung. Die haben da überhaupt kein Interesse daran, irgendwie mit deutschen Forschungs in Größenordnung dann in China irgendwie. Sie brauchen die vor Ort. Also wenn Sie Innovation betreiben wollen, dann gilt die Grundregel Forschung, Industrie nahe beieinander, damit Sie schnell die Dinge umsetzen können ins Operative, damit Sie schnell in eine Seriengeschichte kommen. Vielleicht geht das. Ich bin kein Entwickler. Vielleicht geht das. Ja, keine Ahnung. Ich würde es bezweifeln. Glauben Sie denn, dass es noch eine Solarindustrie geben wird in Deutschland und Europa in Zukunft? Wenn das, was wir jetzt seit über ein Jahr erleben, sich so fortsetzt, glaube ich da nicht dran. Dann wird das zumindest, was ich als Industrie bezeichnen würde. Also Solarwatt wird es noch geben. Ob es die Solarindustrie in Deutschland dann noch gibt, das sehen wir mal und sprechen auf jeden Fall nochmal darüber, die Produktion noch gibt, genau. Die reine Produktion, die Module und egal was wir machen, wird so gemacht, wie wir das wollen, aber es wird dann irgendwo auf der Welt irgendjemand die Zuschauer umschrauben und nicht mehr hier, wenn es schlimm kommt. Wenn es so kommt, das sehen wir dann. Herr Neuhaus, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Tschüss. Von der deutschen Solarindustrie ist heute kaum noch etwas übrig. Lohnt es sich da überhaupt, das bisschen noch zu retten? Oder wären die Unternehmen auf dauerhafte Förderung angewiesen, die den Steuerzahler am Ende wieder Milliarden kostet? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Ökonomen Jens Südekum von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo, Herr Südekum. Hallo, Frau Witsch, grüße Sie. Ja, wir haben eben im Gespräch mit Herrn Neuhaus schon gehört, die Solarindustrie ist schwer in der Krise. Der Aufbau hat aber auch bis jetzt schon über die letzten Jahrzehnte Milliarden gekostet, sehr viel Geld gekostet über die Förderung für erneuerbare Energien. Trotzdem ist von der Branche ja kaum noch etwas übrig. Lohnt es sich denn überhaupt noch, das bisschen jetzt schon wieder für viel Geld zu retten? Also ich sehe gar nicht, dass die Branche insgesamt am Boden liegt. Ich meine, das letzte Jahr war ja, was den Solarzubau angeht, sehr, sehr erfolgreich mit 14 Gigawatt. Und mir scheint die Branche ziemlich gespalten zu sein. Also die Modulhersteller, die haben natürlich jetzt Probleme, ne, weil die eben sagen, der Markt wird geflutet mit asiatischen, insbesondere chinesischen Billigmodulen. Die Solaranlagenbauer, ja, die sehen das also ja die eigentlich ziemlich anders. Also die Installateure, die es dann auf dem Dach natürlich montieren, bei denen läuft's prima, das stimmt. Genau. Die wollen natürlich am liebsten billige chinesische Module bekommen, um sie dann in so mittelteuren deutschen Anlagen auf die deutschen Dächer zu schrauben. Die sehen eigentlich gar keine Krise, wie ich das beobachte. Ja, das ist in der Tat richtig. Da gibt's ja auch ein paar Namen. Enpal ist der größte zum Beispiel. Aber wir reden ja jetzt dann eher über die Industrieseite, so wie Sie es gesagt haben, über die Hersteller. Dazu zählt ja nicht nur der Modulbau, sondern auch Polysilizium, Solarglas. Es gibt ja mehrere Unternehmen, die da an der Wertschöpfungskette dranhängen. Es ist aber eben gar nicht mehr so viel da wie noch vor 10, 12 Jahren. Was würden Sie sagen, aus ökonomischer Sicht, ist das überhaupt eine Diskussion, die wir noch führen müssen, ob wir diese paar Unternehmen jetzt eben noch stützen müssen, retten müssen?
Klar, ich meine, der Markt ist extrem gewachsen über die letzten 20 Jahre. Und das war, würde ich sagen, auch ein Erfolg des deutschen Erneuerbaren Energiengesetzes, weil hier das Ganze eben ausgerollt wurde. Aber dann ist es eben irgendwann zur Serienreife gekommen. Es ist mehr oder weniger ein Massenprodukt geworden und damit eigentlich ein Geschäftsfeld, was jetzt nicht mehr typischerweise in Deutschland stattfindet, die Produktion, sondern ist ja dann frühzeitig auch nach China gegangen, auch angelockt durch massive chinesische Subventionen. Und das ist die Situation heute. Also die Frage ist jetzt, ob wir Massenproduktion in Deutschland jetzt wirklich retten sollten. Muss man wahrscheinlich sagen, nein, das ist nicht realistisch. Wir können die Kostenstrukturen nicht replizieren, die andere Länder haben. Es geht, glaube ich, nicht um Massenproduktion. Was ich für wesentlich bedenkenswerter halte, ist, dass wir eben den Bereich Forschung und Entwicklung in Deutschland halten sollten. Also so ein bisschen die Solaranlage von morgen, das wäre schon ganz schön, wenn die in Deutschland entwickelt würde. Und dafür brauchen wir vielleicht nicht im ganz großen Stil die 0815-Module. Aber ich glaube, so ganz verschwinden sollte die Produktion dann auch wieder nicht. Weil wenn man Innovationen durchsetzen will, technologische Entwicklungen ausprobieren will, dann bietet es sich, glaube ich, schon an, dass man einen gewissen Umfang auch Modulproduktion tatsächlich vor Ort hat. Es muss nicht zwingend Deutschland sein, aber zumindest in der EU würde ich mir doch zumindest ein gewisses Maß an Produktion wünschen. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, zu sagen, ja, wir wollen uns hier komplett unabhängig machen von chinesischen Modulen oder sowas. Das ist, glaube ich, völlig unrealistisch. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Das ist absolut illusorisch, da gebe ich Ihnen recht. Jetzt haben ja die Unternehmen gesagt, wir wollen keine Subventionen, so wie sie es nennen, sondern wir wollen einfach nur faire Marktbedingungen. Es wird immer wieder erwähnt, dass China seine Unternehmen unterstützt. Viele Subventionen fließen dort laut der Unternehmensagentur Wood Mackenzie 130 Milliarden allein im letzten Jahr. Allein in die Solarindustrie wurden dort gesteckt. Die USA fördern über den Inflation Reduction Act heimische Produktion, was auch dazu beiträgt, dass die chinesischen Anbieter dort nicht mehr hin können. Und in Indien dürfen chinesische Anbieter auch nur noch unter bestimmten Auflagen ihre Anlagen verkaufen. Und auch in Indien werden heimische Solaranlagenhersteller oder Solarindustrie wird gefördert. Haben die Unternehmen recht? Also reden wir hier darüber, dass wir auch in Europa diese Marktbedingungen herstellen müssen. Ist es unfair, was gerade passiert? Oder kann man wettbewerblich einfach nicht mithalten? Ich glaube, der Markt ist wirklich momentan echt in Turbulenzen. Gerade weil jetzt eben die USA gesagt haben, wir wollen hier keine chinesischen Module mehr, waren natürlich jetzt viele chinesische Module, die ursprünglich mal für den amerikanischen Markt gedacht waren, und so gesehen eingelagert. Und die werden jetzt auf den europäischen Markt gedumpt, ja, zu extrem Billigkonditionen. Und das ist natürlich unfair aus Sicht europäischer Hersteller und ist eigentlich die Erklärung für die Probleme, die sie gerade haben. Die Frage ist jetzt eben, sollte die Antwort sein, dass wir im großen Stil jetzt entweder uns auch abschotten gegen die chinesischen Module? Das kann eigentlich nicht die Antwort sein, weil die Realität ist ja, wir brauchen die Dinger, sonst schaffen wir den Zubau nicht. Sollen wir jetzt Subventionen hochziehen, um letztendlich ähnliche Kosten für europäische oder sogar deutsche Hersteller herzustellen? Ist, glaube ich, auch nicht wirklich zielführend. Weil, wie gesagt, das eigentlich jetzt eine Produktion ist, die nicht mehr wirklich sozusagen zu Deutschland passt, in ein hochentwickeltes, auch Hochlohnland. Ich glaube, die richtige Antwort ist, eben wirklich einen Fokus zu legen, ganz klar auf Solaranlagenbau. Da ist, glaube ich, Deutschland auch für die deutschen Hersteller. Und eine gewisse Mindestkapazität in Europa vorzuhalten. Es muss nicht Deutschland sein, aber in Europa vorzuhalten. Letztlich mit dem Hintergedanken, so ein bisschen Versicherung, also im schlimmsten Fall, dass man ein bisschen was hat. Und aber auch vor allem so Experimentierfeld für Innovationen. Das wäre, glaube ich, so der Kompromiss, den ich mir vorstellen könnte. Sie haben es genau so gesagt, wie ich eben auch mit dem Herrn Neuers drüber gesprochen hatte. Würden wir eine andere Debatte führen, wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir über die Stahl- oder die Autoindustrie reden würden? Ja, natürlich. Wir haben ja ähnliche Debatten jetzt auch bei der Stahlindustrie.
Da haben wir auch akute Schwierigkeiten, zum Beispiel bei ThyssenKrupp. Wir haben aber die Pläne da, grüne Stahlproduktion hochzuziehen. Ein bisschen gibt's da auch Parallelen. Jetzt bei der grünen Stahlproduktion, glaube ich, hat Deutschland durchaus das Potenzial, so ein bisschen auch eine führende Rolle zu haben und auch technologische Entwicklungen dann hier umzusetzen. Und Stahlproduktion ist ja auch wichtig, weil es ein wichtiges Vorprodukt für viele andere Industriezweige ist, etwa die Autoindustrie. Das sehe ich jetzt bei Solarmodulen so nicht. Ne? Das ist sozusagen das klassische Endprodukt. Insofern hat man da nicht so dieses Argument mit den Kaskadeneffekten in der Wertschöpfungskette. Aber trotz allem so ein bisschen dieses Argument, dass man sagt, ein bisschen was wollen wir haben, weil wir eben technologische Entwicklungen und Innovationen hier bei uns weiter vorantreiben wollen. Das ist durchaus ähnlich wie in anderen Industriezweigen. Aber selbst wenn wir ein bisschen hier haben wollen, dann müsste das ja schnell passieren, denn dann bisschen, was noch da ist, das droht ja jetzt auch bald nicht mehr da zu sein. Und da reden wir wirklich von Monaten. Was sehen Sie da in der Politik an Vorschlägen, an Einigungen? Von dem, was wir so hören, dauert das noch länger als gedacht und ist erstmal nicht in Sicht, dass da überhaupt was kommt. Also im Idealfall hätte ich mir gewünscht, eine Initiative auf EU-Ebene. Also die EU hat ganz klar gesagt, wir machen keine Marktabschottung gegenüber China. Letztlich, da sind die Klimaziele nicht zu erreichen und die Zubauziele. Aber man hat sich ja durchaus offen gezeigt zu sagen, wir könnten uns vorstellen, europäischen Produzenten ein Stück weit unter die Arme zu greifen. Also wenn man das machen will, fände ich, ist die EU praktisch auch die richtige Ebene, um das zu tun. Weil gerade jetzt in Osteuropa die Produktionsbedingungen vielleicht doch auch andere sind, die Produktionskosten, die Lohnkosten, vielleicht sogar perspektivisch in der Ukraine, wer weiß das schon. Ja, da kann ich mir das gut vorstellen, dass man irgendwie sagt, wir halten da was vor, weil damit wir eben nicht jetzt eben angewiesen sind ausschließlich auf chinesische Module, aber jetzt nicht unbedingt in Deutschland, weil praktisch den Produktionskostenunterschied von Deutschland gegenüber China dauerhaft auszugleichen, letztlich für ein Standard-Massenprodukt, das wird man nicht lange aufrechterhalten können. Das heißt, Feuer mit Feuer bekämpfen, dafür reicht's nicht mehr, was da ist von der Solarindustrie. Jetzt müsste man eben schauen, wenn man sagt Mindestkapazitäten, das müsste man jetzt theoretisch, wäre das relativ einfach, dass man irgendwie sagt, wir halten geringe Mengen vor und feintunen die Subventionen dann genau so, dass, sagen wir mal, einige wenige deutsche Hersteller überbleiben und die verorten sich dann so ein bisschen im Premium-Segment. Und vielleicht gibt's auch ein paar Kunden, die bewusst bereit sind, mehr zu bezahlen für heimisch gefertigte Module. Ja, also in der Theorie kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. In der praktischen Umsetzung ist sowas dann natürlich schon sehr, sehr kompliziert. Ja, weil dann möchte natürlich am Ende jeder Produzent solche Förderungen haben und das dann irgendwie genau auszuwählen, wer kriegt's denn jetzt und wer kriegt's nicht und zu welchen Bedingungen, das wird dann sehr schnell sehr bürokratisch und sehr kompliziert. Wir sehen eine Einigung bislang nicht, dann würde aber auch die Forschung und Entwicklung nicht funktionieren. Das haben Sie eben auch gesagt, man braucht ja immer so ein Stück weit Produktion auch im Land, damit überhaupt Forschung und Entwicklung stattfinden können. Würden Sie glauben, dass es in einem Jahr noch eine Solarindustrie in welcher Form auch immer Forschung und Entwicklung oder Produktion hier in Deutschland gibt? Ja, momentan sieht's nicht gut aus. Es ist natürlich jetzt auch so, wenn ich schaue, Meyer Burger, das war ja so der bekannteste Fall, gehen jetzt aus Deutschland wahrscheinlich komplett weg, gehen nach Colorado. Ja, auch angezogen durch den Inflation Reduction Act. Und das ist ja erstmal sozusagen für unsere Solaranlagenbauer wieder eigentlich eine ganz gute Nachricht, weil man dann irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt auch eine Produktion nicht nur in China, wir können dann auch aus USA die Module importieren. Also so wäre halt okay. Ich glaube, der natürliche nächste Schritt, wenn es jetzt eben um Forschung und Entwicklung geht, ist dann irgendwie auch zu gucken, können wir dann vielleicht eine Kollaboration mit den USA starten und da so ein bisschen ein Testfeld machen. Ist vielleicht die zweitbeste Möglichkeit. Im Idealfall, und das ist jetzt die Frage, ob das in einem Jahr gelingen würde, wäre jetzt eben zu sagen, wir gucken auf europäischer Ebene, so ein bisschen im Rahmen des EU Green Industrial Plans, ob wir eben nicht irgendwo in Europa eben doch diese Kapazitäten schaffen und auch einen dezidierten Fokus, F&E-Förderung machen. Das würde ich sagen, ist der richtige Weg. Die Frage ist, und das war ja die Frage, schaffen wir das in einem Jahr? Ich weiß nicht so recht, weil typischerweise solche Initiativen ja dann doch gerne immer auch ein bisschen länger dauern. So ist es. Von daher warten wir mal ab. Herr Südekum, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
Das war Handelsblatt Green & Energy für diese Woche. Und wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie einfach eine Mail an green@handelsblatt.com. Wer mehr zu allen Themen rund um Energie und Klima wissen will, der sollte jetzt mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es den Link zum Testabo beim Handelsblatt. Ich bedanke mich bei der Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles Weitere unter live.handelsblatt.com/cbam. Thank you.